Gravitation. Schwerkraft. Ohne sie würden wir hilflos durch die Weiten des Weltalls schweben und ersticken, während unsere Köpfe sich im Vakuum aufblähen und wir zerschmelzen. Um Hilfe rufen können wir nicht, denn im Weltall spricht niemand unsere Sprache. Schon Aristoteles hat in der Antike eine Kraft beschrieben, die alles zur Mitte der Welt hinstreben lässt. Wahrscheinlich meint er damit sich selbst, denn er war sehr arrogant. Gravitation beschreibt die Kraft, die uns aufgrund ihrer Masse zum Mittelpunkt der Erde zieht. In Spanien beschreibt man das Phänomen als La Gravitación. Im Gegensatz zur Schwerkraft steht die Leichtkraft, die jedoch keinerlei Auswirkung auf gar nichts hat. Die Schwerkraft hingegen hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Seit Jahrhunderten versucht die Menschheit, der Gravitation Herr zu werden. Bislang ohne nennenswerte Erfolge. Sie musste lernen, mit ihr zu leben und sie als einen Grundpfeiler unserer physikalischen Gesetze zu akzeptieren. Doch wie genau funktioniert die Gravitation? Dieses Tuch ist in diesem Fall das Weltall. Und diese Orange ist unsere große, mächtige Sonne mit ihren 15,9 Millionen Tausend Grad. Je schwerer das Objekt, desto größer die Anziehungskraft. Und diese kleine Murmel hier ist unsere Erde. Stellen Sie sich vor, Ihre Familie, alle Ihre Freunde, alle schönen Dinge, die Ihnen passiert sind, sind alle hier drauf. Und dank der Gravitation auch in der nächsten Woche begrüßen wir Sie wieder mit spannenden Antworten auf faszinierende Phänomene. Mein Name ist Jonathan Kocelny. Bleiben Sie neugierig. Wissen ist Macht. Spaß. Gute Arbeit. Originals.